Leute, grüßt euch zum neuen Video. Vielleicht wieder ein Weihnachtswunsch für irgendjemanden da draußen. Heute stelle ich euch den Creality Ender 3 V3 SE ganz genau vor. Wird euch präsentiert von PCBWay.com. PCBWay.com ist ein professioneller Multi-Anbieter, zum Beispiel zur Herstellung von bestückten und unbestückten Leiterplatten, CNC-Bearbeitung und 3D-Drucken nach euren Vorgaben und das zu besonders fairen Konditionen auch bei Einzelstücken. Ihr gebt lediglich eure Vorgaben online ein oder ladet eure Entwürfe hoch. Bezahlt werden kann mit allen Standard-Zahlmethoden, einschließlich PayPal. Die Lieferung erfolgt schnell und unkompliziert mit gängigen Frachtführern. Ja, auch dieses Jahr werden sicherlich zu Weihnachten einige 3D-Drucker wieder auf den Wunschzetteln stehen, vielleicht auch auf euren, und ihr wollt euch vielleicht über dieses Modell hier informieren. Heute geht es, wie gesagt, um den neuesten Ender 3 in der Version V3 und dann SE. SE steht in der Regel für Second Edition. Diese neuen Drucker kommen heutzutage alle mit Highspeed Drive, das heißt, die können besonders schnell drucken, manche natürlich deutlich schneller als andere, aber in der Einstiegsklasse oder in der Budgetklasse, wo sich dieser Drucker hier bewegt, also roundabout um die 200 €, da ist das schon sehr, sehr selten. Und dieser Drucker druckt mit einer Druckgeschwindigkeit von etwa 250 mm pro Sekunde. Typische Druckgeschwindigkeit ist dabei 180 mm und das ist immerhin schon mal doppelt so viel, wie die Vorgänger ansonsten drauf hatten. Und wir werden das dann gleich mal ausprobieren, ob das mit normalem Filament auch funktioniert oder ob man unbedingt Hyperfilament dafür braucht. Ja, ansonsten, das Bauvolumen liegt hier bei 220 x 220 x 250 mm, ist also ganz normaler Drucker, sage ich mal, ist nicht besonders groß, ist nicht besonders klein, einfach ein Mittelmaß und für diesen Preis sicherlich mehr als fair. Ich verlinke euch das Produkt unten in der Videobeschreibung, dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. Ja, so sieht das Ganze dann ausgepackt aus. Keine Bange, ihr habt auf jeden Fall eine Bedienungsanleitung mit dabei. Der Zusammenbau ist hier wirklich sehr einfach und in ein paar Minuten auf jeden Fall erledigt. Ihr müsst nämlich lediglich hier dieses Portal auf die Maschine draufschrauben. Ansonsten ist das hier alles schon vorinstalliert und dann müsst ihr nur noch die Kabel miteinander verbinden. Die sind einzeln nochmal beschriftet. Das ist also auch gar kein Problem. Das Display muss noch an Ort und Stelle geschraubt werden und hier der Filamentrollenhalter muss natürlich auch noch angebracht werden, aber ich denke mal, das sollte jeder hier hinbekommen. Werkzeug ist natürlich auch gleich mit dabei und auch ein paar Ersatzteile sind dann hier in diesem Beutelchen drin. Und da ist auch ein USB-Stick mit dabei, wo sicherlich ein paar Demo-Modelle drauf sind. Und ein bisschen Hyper-PLA ist hier auch noch mit dabei. Das ist natürlich hier, das sind nur ein paar Meter oder was. Ich verlinke euch einiges dann auch an Zubehör noch unten in der Videobeschreibung. Ja, TomTop hat mir diesen Drucker hier zur Verfügung gestellt. TomTop als Vollsortimentler in technischen Bereichen, wirklich auch einer der günstigsten Anbieter für diesen Drucker. Wie gesagt, ich verlinke euch das unten. Wenn ich noch einen Code von TomTop bekomme, dann findet ihr den auch unten. Dann wird das Ganze vielleicht noch mal ein paar Prozent günstiger. So, ich baue den jetzt mal schnell fertig zusammen und dann probieren wir das Ganze mal aus. So, Drucker habe ich jetzt komplett aufgebaut. Das ist wirklich in ein paar Minuten erledigt. Creality selbst sagt in 20 Minuten, also auspacken, 20 Minuten ist das Ding druckbereit. Das ist auch so. Es sind letztendlich nur 9 Schrauben, die ihr hier befestigen müsst und 2 Kabel, die eingesteckt werden müssen. Und die 9 Schrauben sind es gar nicht, es sind 11 Schrauben tatsächlich. Hier oben müssen nämlich auch noch 2 rein an dem Filamentrollenhalter. Und ansonsten steckt ihr hier das Filament ein und dann wird das hier oben einfach reingesteckt. Hier diesen Nippel zieht man einmal zur Seite und dann führt man das so weit ein, bis es nicht mehr geht, bis es unten an der Düse quasi ankommt. Das nennt sich eigentlich Direct Drive. Hier nennt man das Ganze Sprite Extruder. Das ist eben neu. Und wir haben, wie gesagt, eine Geschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde, die wir drucken können. Die Bewegungsgeschwindigkeit soll bis zu 2500 mm pro Sekunde betragen. Was eben toll ist, dass wir hier hinten 2 solche Führungen haben, eine Doppel-Z-Achsenführung. Da sind so 2 Gewindestangen, einmal hier und einmal an dieser Seite.
Damit bleibt das ganze Portal logischerweise dann, oder die Z-Achsenführung bleibt dann logischerweise wesentlich stabiler, als wenn das nur über eine Seite angetrieben wird. Und wir haben sogar CR-Touch verbaut. Das heißt, ihr seht das hier schon leuchten. Da ist ein kleiner Bewegungssensor mit drin. Da ist ein kleiner Nippel, der dann hier unten auf dem Bett einmal aufsetzt und sich dann selbstständig nivelliert. Bei den älteren Modellen war es so, da sollte man dann einmal noch manuell nivellieren. Das ist hier überhaupt gar nicht mehr möglich, da hier gar keine Federn oder sowas dann vorhanden sind. Das heißt, der ist komplett auf Selbstnivellierung ausgelegt, macht also dann alles automatisch und gleicht dann eben das Bett oder die Düsenhöhe entsprechend so aus, dass das hier mit dem Bett übereinstimmt. Denn das kann natürlich auch mal sein, dass da irgendwelche Mulden drin sind oder dass irgendwas nicht ganz so hundertprozentig gerade ist. Das gleicht er dann, wie gesagt, aus. Wir haben eine Schichthöhenmöglichkeit von 0,1 bis zu 0,35 mm bei einer Genauigkeit von 0,1 1 mm. Das Ganze kann aufgeheizt werden an der Düse am Hotend hier um bis 260 Grad. Müsst ihr gucken, ob das für euch hinreicht. Manchmal bei ABS braucht man vielleicht schon ein bisschen mehr. Müsst ihr sehen, mit welchen Materialien ihr arbeiten wollt. 260 Grad ist hier, wie gesagt, das Maximum. Und das Maximum vom Hotbed ist unter 100 Grad zu halten. Dann haben wir hier an der Seite so ein kleines Display. Das können wir auch sogar auf Deutsch einstellen. Ist sogar hier schon vorgewählt. Machen wir gleich. Und ansonsten haben wir hier an der anderen Seite noch einen USB-Anschluss und einen Kartenslot. Und da ist eine große SD-Karte, die wir da einführen können. Und ein Kartenlesegerät für den Computer ist hier dann auch noch mit dabei, dass ihr dann da gleich Modelle und sowas draufladen könnt. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung nochmal einige Produktbibliotheken oder Datenbanken, wo ihr fertige Modelle runterladen könnt. Die müsstet ihr dann allerdings noch einmal slicen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch dann gleich. Ja, dann wollen wir den Drucker jetzt einmal komplett einrichten. Wir gehen hier einmal auf Deutsch. Ich habe das deswegen hier schon mal etwas dunkler gemacht. Und dann seht ihr, ist das Ganze hier schon sozusagen fertig. Wir können dann hier auf Nivellierung gehen. Und jetzt heizt er die Düse auf und das Druckbett wird einmal aufgeheizt. Denn logischerweise ist es so, dass dann der Abstand ein bisschen geringer wird, weil heiße Stoffe dehnen sich natürlich aus und es macht natürlich keinen Sinn, im kalten Zustand das Ganze zu leveln. Deswegen reinigt er jetzt zum einen die Düse, heizt das Ganze auf, heizt auch das Bett auf und dann wird er hier mit der Selbstnivellierung beginnen. So sieht das Ganze dann aus, wenn hier der CR-Touch auftrifft. Und so wird das Ganze dann jetzt an verschiedenen Punkten nivelliert. Er fährt jetzt hier das Bett hin und her und senkt und hebt die Düse. Und genau so wird das dann abgespeichert. Und das läuft, wie gesagt, dann alles automatisch ab. Ihr könnt sogar eingeben, dass das vor jedem Druckvorgang dann einmal noch geschehen soll oder dass ihr das dann eben nur bei Bedarf selber dann anstoßt. So, während der Drucker sich jetzt hier selbst nivelliert, schaut mal, macht hier immer noch rum, das dauert beim ersten Mal natürlich immer etwas länger, aber hört mal, wie leise der ist. Man hört hier wirklich nur den Lüfter, aber diese Fahrgeräusche, die sind wirklich hier minimal, also auch da wurde eine Schippe draufgelegt, dass die Geräte deutlich leiser werden. Ich habe jetzt hier einmal von Creality das Creality Print installiert. Da ist eben der Vorteil, dass wir da einen Cloud-Service mit dabei haben, wo wir fertige Modelle auch herunterladen können und wo natürlich immer die aktuellsten Drucker dann auch verfügbar sind. Ihr müsst hier lediglich bei Printer einmal draufklicken und dann Add Printer und dann kommt ihr hier in die Übersicht und könnt dann hier den Ender 3 V3 SE hinzufügen. Dann können wir hier noch sagen, welche Düse wir verwenden. Das kann man natürlich dann einstellen. Wenn ihr da zum Beispiel eine 06er Düse drauf machen würdet, könnt ihr das hier noch umstellen und dann wird hier alles dann schon korrekt eingestellt vom Flussverhalten her etc., wenn ihr dann eine andere Düse drauf habt. Jetzt standardmäßig ist eine 04er Düse drauf, dann bestätigen wir das Ganze hier einmal und dann haben wir hier schon unsere Oberfläche und da könnten wir jetzt fertige Modelldateien, 3D-Objekte etc. reinziehen und hier an der anderen Seite dann unsere Einstellung vornehmen, was Stützstrukturen betrifft, was die Geschwindigkeit betrifft, was vielleicht die Genauigkeit betrifft oder die Schichthöhe und. Das kann man dann hier auf dieser Seite einstellen. Und wenn wir das dann alles vorgenommen haben, dann drücken wir hier unten einmal auf Slice und dann können wir das Ganze auf der Speicherkarte speichern und in den Drucker übertragen. Allerdings ist da schon ein Demo-Modell drauf und das drucken wir jetzt mal aus.
Ja, währenddessen ist der Drucker hier auch fertig geworden mit der Nivellierung und schaut mal, das sind hier die Punkte, die er anfährt und schaut mal, das ist wirklich unterschiedlich, 0,23 bis minus 0,26, minus 0,75, je nachdem wie die Pits, so sagt man, dann hier drauf sind, also die Gruben, vergleichbar mit einer DVD oder CD, da sind ja auch so eine kleine Vertiefung dann in der Regel drin gewesen oder bei einer Schallplatte ja auch und genauso ist das natürlich hier auf diesen Oberflächen auch und damit das eben dann hundertprozentig passt, speichert sich der Drucker jetzt hier diese unterschiedlichen Höhen ab und fährt dann, wie gesagt, die Düse in die entsprechende Höhe, nivelliert das während des Druckes dann immer selbstständig nochmal nach. So, natürlich müssen wir noch hier für Filamentfluss sorgen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, hier schon reingeschoben, bis es nicht mehr geht. Und dann gibt uns der Drucker hier natürlich noch vor, im Menüpunkt extrudieren, dass wir hier Filament zufügen sollen. Und da heizt er jetzt auch hier die Düse einmal vor. Mal gucken, ob wir das scharf kriegen. Jawohl. Und das Bett logischerweise auch. Und wenn das erreicht ist, wird er hier ein bisschen Filament herauspumpen. Und dann sind wir natürlich auch recht schnell bereit für den ersten Druck. So, man sieht jetzt, hier kommt ordentlich was raus. Und wenn wir damit zufrieden sind, dann bestätigen wir hier das Ganze nochmal. Und dann hört der Drucker dann auch auf. Müssen wir das Ganze natürlich noch entfernen. Ja, die Speicherkarte habe ich jetzt schon reingesteckt und jetzt gehen wir hier im Menü, welches wir bedienen können über diesen kleinen Regler hier unten, einmal auf Drucken und wir sehen, auf der Speicherkarte ist dann eine Demo-Datei drauf. Die muss natürlich im Root-Verzeichnis liegen und hier sehen wir auch, was das Ganze wird. Das heißt, es wird bildlich sogar angezeigt, wie lange das Ganze dauert, welche Schichthöhe eingestellt ist, nämlich 1 Stunde 50 Minuten soll das hier dauern. Und dann können wir hier nochmal sagen, er soll vorher nochmal kalibrieren oder eben nicht. Und ansonsten können wir das Ganze dann hier schon bestätigen. Und dann können wir hier in diesem Menü noch einiges einstellen, nämlich die Druckgeschwindigkeit können wir nachregeln, die Lüftersteuerung, wir können die Bettheizung hier höher machen oder tiefer machen, Düsentemperatur und. Da haben wir überall noch Einfluss drauf. Also ihr könnt selbst während des Printes dann noch eingreifen. Wir haben natürlich auch eine Pausefunktion und eine Resume-Funktion. Das heißt, wenn hier der Strom zum Beispiel ausfällt, dann setzt der Printer an der Stelle natürlich auch weiter fort. Oder ihr könnt zwischendurch auch pausieren, wenn zum Beispiel das Filament leer läuft oder so. Dann könnt ihr einmal das Filament neu einlegen. Und dann könntet ihr dann den Druck an der Stelle wieder fortsetzen, wo der Drucker aufgehört hat. So, jetzt macht er hier schon die ersten Schritte für den Druck. Und der ist wirklich extrem leise. Und ich habe ja schon viele Drucker hier vorgestellt und kenne auch viele Drucker. Und wenn ich sage, der ist wirklich sehr leise, dann ist der tatsächlich auch sehr leise. So, jetzt müsste eigentlich hier eine Purge Line ziehen, das sagt man, um altes Filament eben loszuwerden, beziehungsweise wenn ihr gerade neues Filament eingelegt habt, um das Ganze dann perfekt zu fördern. Und dann zieht er quasi an der Seite eine Purge Line einmal hin und einmal zurück. Das ist irgendwie so ein paar 10 cm, 15 cm oder was. Und dann da sieht man es ganz deutlich. Und dann kann man auch sehen, ob das alles vernünftig eingestellt ist, ob genügend Fluss da ist, ob die Temperaturen stimmen und. Und dann setzt er hier schon los mit dem Druck. Ja, und so schnell funktioniert das hier. Und je nachdem, wie das dann eben im Slicer eingestellt ist, könnt ihr auf die verschiedenen Geschwindigkeiten dann natürlich auch noch Einfluss nehmen und dann entsprechend schneller drucken oder langsamer, je nachdem, welches Filament ihr habt, etc. Und das ist ja jetzt hier, wie gesagt, das Hochgeschwindigkeitsfilament sogar. Und dann gucken wir gleich nochmal, wie wir das mit normalem Filament bestücken. So, dann schaut euch das mal an, wie der Kollege hier abgeht. Ich habe den Druck jetzt nochmal neu gestartet mit neuen Parametern und bin jetzt hier auf Maximum Geschwindigkeit tatsächlich gegangen. Und so geht das Ganze natürlich dann deutlich schneller. Aber schaut mal, wie genau das hier tatsächlich auch wird. Also ich bin da sehr guter Dinge und vor allen Dingen, guck mal, wie der hier wirklich loslegt. Also wirklich genial und so ist natürlich die gesamte neue Druckergeneration, auch bei anderen Herstellern, die sind halt auf Highspeed ausgelegt. Die Filamente sind kaum teurer als die normalen Filamente und in aller Regel arbeiten die mit den ganz normalen Filamenten quasi genauso gut wie mit den Hyper-PLA oder generell Hyper-PETG etc. gibt es ja auch schon als Hyper-Version und da braucht man sich eigentlich kaum Gedanken machen. Einfach ausprobieren heißt dann hier das Motto.
So, der Druck ist fertig und wir können uns das Ganze jetzt mal angucken. Tolle ist, dass man hier das Bett natürlich auch abnehmen kann und dann so ein bisschen biegen. Das ist nämlich flexibel und dann geht der Druck hier auch super leicht wieder ab. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich gucke mal, ob das hier auch scharf gestellt werden kann. Ich denke, das kann man schon gut erkennen, dass hier die Oberfläche wirklich super geworden ist, trotz dessen wir hier mit extrem hohen Geschwindigkeiten gedruckt haben. Aber schaut euch das mal an. Gucken wir mal, ob wir noch näher ran können. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Allerdings hat trotzdem der Druck jetzt hier ungefähr, naja, so 50 Minuten hat das dann jetzt doch in Anspruch genommen. So, jetzt wollen wir das Ganze mal mit Basic-Filament probieren. Das heißt, ganz normales, super günstiges PLA-Filament. Das ist hier so ein, von Amazon, wie gesagt, das billige. Ich denke, das ist irgendwie um 13 Euro oder sowas kostet da das Kilo. Also wirklich sehr günstig. Das habe ich jetzt hier schon einmal eingelegt. Ich habe jetzt hier bei Kultz 3D mir so ein Anhängervorbild hier heruntergeladen. Und dann werde ich das jetzt einmal slicen. Und dann werden wir das jetzt einmal ausdrucken und mal gucken, wie da die Oberfläche wird. Wie ich das hier so sehe, ist es bei der Person, die das jetzt hier zur Verfügung gestellt hat bzw. ausgedruckt hat, jetzt nicht ganz so wunderbar geworden. Und ich glaube auch nicht, dass der jetzt das Ganze in Hochgeschwindigkeit gedruckt hat. Wie gesagt, ich bin jetzt hier wirklich gespannt, was dabei rauskommt bei den anderen Hochgeschwindigkeitsdruckern. Gut, Mittelgeschwindigkeitsdruckern, sagen wir es mal lieber so. 250 ist jetzt noch nicht wirklich das Ende der Fahnenstange. Ich habe ja Drucker hier vorgestellt, die mit 600 mm pro Sekunde sogar drucken können. Demnächst kommt einer, der kann 700 mm pro Sekunde drucken. Der hieß hier bei 250 mm pro Sekunde. Also irgendwo auf jeden Fall im gesteigerten Bereich. Und ich bin gespannt, was jetzt hier mit normalen PLA rauskommt, weil, wie gesagt, mit anderen Highspeed-Druckern habe ich auch gute Erfahrungen mit normalem PLA gemacht. So, wie schon gedacht, der Drucker ist jetzt fertig geworden und schaut euch hier mal die Oberflächen an. Das ist auf jeden Fall deutlich besser, als wie die Vorlage war. Es ist natürlich hier noch Raum nach oben, aber wenn man jetzt nur mal etwas entwerfen möchte oder eben das hier, wie ich das gemacht hatte, hier zu Halloween solche Sachen dann einfach mitgeben den Kindern, finde ich besser als Süßigkeiten und kostet dann so umgerechnet, weiß ich, 3, 4 Cent pro Stück oder was, ist schnell gemacht. Auch mit diesem Drucker ist das hier schon sehr, sehr schnell gemacht, logischerweise hier, glaube ich, habe hier so um die 40 Minuten für diese Lage hier gebraucht. 16 Stück habe ich jetzt hier mal gedruckt, um das Ganze mal so auf dem Druckbett zu verteilen. Ich habe das jetzt auch schon einmal gelöst. Ihr solltet euer Druckbett dann immer, wenn ihr einen neuen Druck startet, vorher mit Isopropanol-Spray einmal säubern, denn man hat ja doch immer irgendwie seine Griffel da dran und dann kommen da natürlich Fettflecken dran und da leidet dann natürlich die Haftung drunter. Verlinke ich euch auch mal unten, könnt ihr euch auf jeden Fall dazu bestellen, da macht ihr nichts mit verkehrt. Aber dennoch kann man jetzt sagen, das ist auch mit normalen PLA hier und das ist wirklich das allergünstigste PLA hier mit, dann bekommt man auch sehr, sehr gute Ergebnisse, auch mit Hochgeschwindigkeit. Ich habe jetzt hier tatsächlich mit 250 mm pro Sekunde den Infill etc. drucken lassen. Die Wände sind, glaube ich, auf 150 gestellt gewesen und da kann man, wie gesagt, solche Ergebnisse mit erzielen. Ja, viel mehr kann man jetzt zu diesem Drucker gar nicht erzählen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr den Drucker schon daheim habt oder euch für diesen Drucker vielleicht interessiert habt, ob das dann was für euch ist. Wie gesagt, immer mit Highspeed PLA wird sowas immer noch ein Quäntchen besser. Wenn ihr da richtig gute Ergebnisse haben möchtet, müsst ihr eben sowas dann auch anschaffen. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin. Thank you.